Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Jetzt wird es endlich soweit sein. Heute werden wir die Afterstory betreten. Dafür müssen wir nach Blizzach. Denn hier in Blizzach wartet auf uns ein gewisser Herr, der uns vorher nicht durchgelassen hat, da er meinte, wir sind nicht würdig genug. Ja, wie sieht's jetzt aus, hä? Jetzt bin ich Cherb, jetzt habe ich sogar ein Legi gefangen, sogar mehrere. Was sagst du jetzt? Ja, was gibt's? Soll ich dich zur Duellzone bringen? Ja, jetzt tut er so, als wäre nie was geschehen, ne? Genau, die Duellzone ist der After-Story-Ort. Also gut, lichten wir den Anker. Und nun... Hört das einfach mittendrin auf. Für eine Cutscene, ah. Trotzdem hätte man die Transition ein bisschen besser machen können. Barry? Ich meine Patrick? Hey, da bist du ja, Maike. Du hast mich ganz schön lange warten lassen. Das macht 100 Millionen Dollar Strafe. Achso, die gab es ja auch noch ganz am Anfang des Spiels. Ups. Hör zu, ich werde der größte Trainer überhaupt. Und deshalb bin ich hier. Ich muss stärker werden und meine Pokémon auch. Tut mir echt leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt? Das wird nicht einfach, denn der größte Trainer hier bin ich. Und um das zu beweisen, gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Du guckst so komisch. Hast du wirklich keine Ahnung, von was ich rede? Also gut, ich erkläre es dir. Das hier ist die Duellzone, klar. Am anderen Ende dieser Insel befindet sich ein Vulkan. Und tief darin liegt ein Schatz verborgen. Na und? Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen, wer von uns der größere Trainer ist, wenn ich diesen Schatz zuerst finde. Jungs, ihr wollt jetzt beide ernsthaft in den freaking Vulkan steigen? So mache ich's, Maike. Und du da, hör gut zu, ich kralle mir den Schatz als Erster. Aber vorher gehe ich zum Duellturm. Man sieht sich. Dieser Typ kann denn nicht mal die Füße stillhalten? Tag übrigens, ich bin Avenaro. Gegen so einen werde ich schon nicht verlieren. Kennst du diesen aufgekratzten Trainer? Ja, ich habe mit ihm mein Abenteuer angefangen. Du solltest ihm lieber nachlaufen und ihn warnen, dass er den Vulkan nicht unterschätzen soll. Ah, bevor ich es vergesse, du solltest dich zuerst auch im Duellturm in Form bringen. Sonst schaffst du es vielleicht noch nicht einmal bis zum Vulkan. Bis später dann! Was eine komische Introduction in diese Afterstory. Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, sehen wir, dass wir hier ganz oben sind, weil hier waren wir noch nie in diesem Gebiet. Und wir sind hier im Kampfareal. Es gibt noch zwei weitere, Überlebensareal und Erholungsareal, zu denen kommen wir aber noch. Genau, wir sind jetzt im Kampfareal. Aber, das habe ich ganz vergessen, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar gibt es momentan das Event für Ichs Brief. Diesen Brief kann man nur im März bekommen. Also März 2022. Ansonsten müsst ihr durch Glitches dieses Item bekommen oder dieses Event. Ich wollte nur Bescheid sagen. Plus im April, glaube ich, war das, kommt schon direkt das nächste Event-Item. Also macht euch auf jeden Fall darauf gefasst, dass ihr euch das Event holt. Ich werde es noch zeigen. Natürlich werde ich noch zeigen, wie immer. Aber dauert noch ein bisschen. Ich möchte auch ein bisschen das Let's Play weiterbringen, bevor ich jetzt wieder Pause mache, weil ich shiny halt oder sowas. Zu Route 225, der Pfad des Trainings. Okay, hier geht es direkt weiter zur nächsten Route. Aber will ich das? Kein Wunder, dass die Super Angel so heißt. Sie ist wirklich super. Findest du nicht auch? Klar. Sehr gut, das wollte ich hören. Und da wir auf einer Wellenlänge sind, schenke ich dir diese Super Angel. Du freust dich über deine neue Angel und sagst dann, boah, du findest sie auch cool, ja hier, dann nimm sie doch. Okay, danke. Wo immer du Wasser findest, solltest du dein Glück beim Angeln versuchen. Ja, danke. Kampfareal, kämpfe, soweit das Auge reicht. Ich kann mich kaum an dieses Areal erinnern, weil ich hier fast nie war, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja. Ich habe hier nie wirklich was gemacht, deshalb ist das auch so ein bisschen blind für mich, das Ganze hier. Wenn ich zum ersten Mal wohin reise, bin ich immer schon Wochen vorher total aufgeregt. Selbst an Orten, die man schon kennt, gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Ja. Ja, die Pokémon stammen aus der Sinnoh-Region, nicht wahr? Wir sind hier immer noch in Sinnoh, oder nicht? Solche Pokémon sehen wir hier in der Gegend nicht oft. Aha, was habt ihr denn hier für Pokémon? Habt ihr etwa Pokémon aus anderen Regionen? Die besten Trainer der Region! Nein, die besten Trainer aus der ganzen Welt treten hier gegeneinander an! Okay. Der Duellturm hat es in sich. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken, das sage ich dir.
Okay. Jetzt habe ich aber Angst. Ich bin stark, meine Pokémon sind stark und ich bin hier, um es allen zu beweisen. Dann beweist du mal allen. Ich habe ja nie gesagt, dass du nicht stark bist. Ich habe ja nichts gesagt. So, unser wunderschönes, komplettes Team, bald auf Level 70. Hoffentlich stark genug für dieses Areal hier. Der Weg zu wahrer Stärke ist ein endloser. Das habe ich mir nur so ausgedacht. Klingt aber cool, oder? Ja. Das Land in dieser Gegend ist wegen des Vulkans verklüftet. Die Unebenheiten und das ständige Auflapp machen das Wandern nicht einfach. Okay, hier ist irgendwo ein Vulkan. Ich schätze mal, das wird das Hauptziel sein, oder? Mein Mann war einer der ersten Exzentriker hier in der Duellzone. Nun ja, ich ebenfalls, um ehrlich zu sein. Okay. In der Duellzone trafen sich früher nur ein paar hartgesottene Trainer, die von anderen Leuten deswegen für etwas exzentrisch gehalten wurden. Kaum zu glauben, wie sich seitdem hier alles verändert hat. Orte wie das Kampf- oder das Überlebensareal waren einfach plötzlich da, als wären sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Okay. Flim! Moment, hier gibt es einen Flamni, einen Gen 3 Starter. Aber wir sind doch hier in Sinnoh, Generation 4, mehr oder weniger. Selbst von hier aus könnte man den Gipfel des Kraterbergs sehen. Die meisten Leute haben gar nicht bemerkt, dass dort was passiert ist. Ich schon, aber ich weiß nicht wirklich genau. Ja, ich war live da, aber ich sag's niemandem. Jeder hier ist so erpicht auf Kämpfe. Naja. Dieser Ort heißt Kampfareal. Ich meine, das wäre schon komisch, wenn nicht, ne? Die Top 4 der Pokémon-Liga schauen manchmal auch hier vorbei. Echt? Interessant. Der Duellturm ragt hoch in den Himmel empor, wie eine Wand, die zwischen dem Trainer und seinem Erfolg steht. Ich habe schon gegen viele Trainer gekämpft und vertraue in mein Können. Doch die Welt ist riesig, sie ist voller Gegner, gegen die ich keinen Hauch einer Chance habe. Damn, das klingt ja stressig. Zum Duellpark. Hier trainieren Trainer. Okay. Und hier geht's eine Route. Okay, dann gucken wir uns mal hier den Duellpark an. Was gibt's denn hier zu erkunden? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Schwester Joy, aber in grün. Willkommen im Duellpark! Du bist zum ersten Mal hier? Dann bitte hier entlang. Da das dein erster Besuch im Duellpark ist, musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur hier im Duellpark benötigt. Da, bitteschön. Okay, danke für die Punkte. An der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Für Fragen zu den Einrichtungen im Duellpark stehe ich hier jederzeit zur Verfügung. An der Rezeption gegenüber werden dir die Regeln für Pokémon-Kämpfe im Duellpark erklärt. Viel Erfolg! Aha. Komm im Duellpark, ich kann erklären, was es mit der Punktekarte und Gewinnpunkten, kurz GP, auf sich hat. Punktekarte. Jeder Trainer, der den Duellpark aufsucht, der L-Park auch so, erhält eine Punktekarte. Damit wird bestätigt, dass du eine Herausforderin bist. Auf der Punktekarte werden die GP gespeichert, die du bei Kämpfen im Duellturm erhältst. Okay, was mache ich mit den GP? GP werden ausschließlich im Duellpark verwendet. Du erhältst sie, indem du bestimmte Ereignisse bei Kämpfen im Duellturm erbringst. Mit diesen GP kannst du dann tolle Preise in der Tauschecke erstehen. Okay, also beim Kampf kriegt GP und mit diesen GP kann man sich Preise kaufen. Alles klar. Wir haben einen Duellpark! Ich kann dir mehr über die Kampfregeln des Duellpark erklären. Pokémon Level. Level 51 oder höher auf Level 50. Ah. Alle Pokémon werden auf Level 50 runtergestuft. Fast alle Pokémon sind wahrscheinlich erlaubt. Bis halt so krasse Legis und so. Ja, kleine Items werden wahrscheinlich auch erlaubt sein. Davon liegt der Duellpark. Was für Trainer mich dort erwarten wird. Also nicht. Komm, Duellpark! Willkommen, Duellpark! Okay. Gehen wir mal rein. Gott, ich kenne diesen Ort überhaupt nicht. Kämpft die sofort? Man muss ja ansprechen. Pokémon-Typen! Pokémon-Attacken! Getragene Items! All diese Details müssen genauestens durchdacht werden, wenn man die Nummer 1 werden will. Okay. Ich würde mich freuen, mal an der Seite eines weiblichen Trainers im Doppelkampf zu stehen. Cool. Dann such dir mal eine. Kann ich damit nicht reden? Warum ist das so krass rausgezoomt? Schafzahn? Okay. Was macht denn Schafzahn nochmal? Hab ich ja komplett vergessen. Schafzahn. Nee, das war nicht hier in dieser Tasche, das war in dieser Tasche. Verursacht der Träger Schaden? Schreckt das Ziel eventuell zurück? Ah, sehr interessant. Okay. Cool. Vielleicht ändere ich ja nochmal die Items. Mein Pokémon.
Ich finde, das ist hier total rausgezoomt, oder bin das nur ich? Sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe gehört, man könnte sich hier Kämpfe mit Top-Trainern aus der ganzen Welt liefern. Das ist meine Chance, ganz groß rauszukommen und berühmt zu werden. Naja, also ich bin ja schon mehr oder weniger eine Berühmtheit. Also du redest ja schon mit jemandem, der berühmt ist. Ich kann dir Erfahrungen geben. Aber warum sollte ich? Ich bin Vater und Trainer in einem. Heute will ich meinen Sohnemann mal so richtig stolz machen und versuche mich deshalb an der Meisterklasse. Danke. Hoffentlich hast du das mitbekommen. Ich habe im Duell verkaufenweise GP eingestrichen. Jetzt kann ich mir sehr, sehr viele Items leisten. Also eine starke Oma hier. Was? Die Tauschecke, Items überfluss und das gleiche. Hier? Ich kenne das Ganze hier gar nicht mehr. Ohne Villa. Was nehme ich heute bloß? Vielleicht eine TM? Leute, die hier täglich kämpfen. Hallo, das ist die Tauschecke. Wir tauschen deine GP. Und gegen Preise. Aha, hier sieht man mal, was man alles bekommen kann. Oh, fancy Orbs. Den Schafstein, den wir gerade gefunden haben, auf dem Boden. Wir haben hier Minze. Das ist das teuerste für 200 Fähigkeitenpflaster. Im Pflaster ist es ermöglicht, die reguläre Fähigkeit eines Pokémon zu einer seltenen Fähigkeit zu ändern. Das würde sich halt total lohnen. Aber es ist halt super teuer, deshalb, ja, werde ich wahrscheinlich niemals bekommen. Wie läuft's denn so? Nicht gut? Dann solltest du dir hier vielleicht ein paar Preise holen. Mit ihnen kannst du deine Pokémon noch stärker werden lassen. Du hast tatsächlich die Top 4 besiegt? Reife Leistung, ich muss schon sagen. Dann hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Aber du scheinst keine Silberkronkorken oder Goldkronkorken dabei zu haben. Was? Level 100 Kronkorken? Was ist los mit dir, weißt du? Wie prachtvoll dieses Gebäude ist! Ich frage mich bloß, wozu die ganze Pracht? Schon einer dieser Clowns, der uns das Pocket gegeben hat. Oma, Oma, schau mal, ich hab getauscht! Das ist für dich, Oma! Oh, was ist es denn, Liebes? Sie ahnen eine Matschbombe. Vielen Dank, mein Schatz. Du bist ein süßes, nettes und starkes Mädchen. Ich bin sehr froh, eine Enkelin wie dich zu haben. Okay. Sehr interessant. Komm in der Tauschecke. Gibt's noch mehr? Ach, hier gibt's dann die TMs. Aber man sieht sogar die Namen der TMs. Das ist krass. Das sieht man normalerweise nie, wenn man das in einem TM kauft. Hast du erst Teile, wie ich Mädchen mit seiner Großmutter oben gesehen? Kleine ist im Kampf ein wahres Biest. Man sollte sie nie von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Okay. Am meisten interessiert mich die vernichtende Kraft meiner Pokémon. Gibt es vielleicht irgendwelche Preise, die so diese Kraft noch steigern? Da muss man mal nachschauen. Okay, rein da. Was schubst du mich? Was zum... Hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. Ja, wow. Oh, Moment mal. Bist du nicht... Maike aus Zweiblattdorf, genau. Ach, das weckt Erinnerungen. Kennen wir uns? Wenn du hier bist, dann ist er ja bestimmt auch nicht weit weg. Oh, das wird ein Spaß. Also, man sieht sich. Also, ich erkenne ihn gerade nicht. Ah, warte, nix! Was zum... Oh, hi, Maike. Du bist also auch zum Zeltum gekommen, hm? Wieso ignorieren alle den Fakt, dass sie mich gestupst haben? Das tut weh. Wollte mich mal testen, bevor ich zum Karlberg aufbreche. Aber sag mal, dieser Typ, mit dem du da gerade gequatscht hast. Ach, egal, sollte passen. Immerhin habe ich es aus eigener Kraft hier geschafft. Nicht mal lange, dann stehe ich ihm Auge in Augen gegenüber. Ich schütze mich dann mal wieder ins Training, man sieht dich, Maike. Okay, ich komme mit. Lol. Ich dachte mal, geht da in dieses... Okay, gut, wir waren ja schon im Gebäude drin. Okay, macht Sinn, aber trotzdem. Was ist das für ein Effekt? Das sieht voll cool aus. So, interessant auf jeden Fall. Pff, der ist riesig. Duellturm. Die Trainer-Elite unter sich. Also ich glaube, die Höhlen-Remakes können nur von sowas träumen. Legst du im Duell schon eine lange Siegesserie hin, darfst du gegen echte Superstars antreten. Das habe ich zumindest gehört. Der siebte Trainer eines jeden Kampfraumes gilt als eine Art Boss des Raumes. Du musst dich also schon anstrengen, wenn du gewinnen willst. Okay, jetzt bin ich interessiert. Komm, wir fighten. Oh, Junge, diese Musik. Oha, du siehst ziemlich stark aus. Ich freue mich schon darauf, gegen mich antreten zu dürfen. Ich habe bis vor einiger Zeit in einer Region namens Hörn gelebt. Einen Ort wie diesen gab es dort auch. Der war gut. Der war gut.
Nur ein Armfalltrainer besitzt das Zeug, sich der Herausforderung in der Meisterklasse zu stellen. Eines Tages will ich auch dazu gehören und es versuchen. Pikachu, zwei sogar hier. Es gibt ja viele gute Trainer da draußen. Ganz schön beängstigend, aber wir geben unser bestes Pikachu. Ja. Pika Pika! Entwickeln es mit dem Sonnenstein, dann habt ihr eine Chance. Hey du, hast du dich schon mal an der Meisterklasse versucht? Ich sag dir, die Gegner dort sind alle so stark, dass ich nicht die geringste Chance habe. Okay. Pikachu ist sprachlos. Ich habe mein kleines bis zum Umfallen trainiert. Wenn er noch 100 Siege in Folge schafft, dann mein Pokémon. Ich weiß es einfach. Nicht wahr, Pikachu? Er sagt gar nichts, er will dich. Ja, nun, du siehst mal aber aus, als wärst du nicht zum ersten Mal hier, habe ich recht? Und du willst mehr über Pokémon wissen? Ja, das konnte ich dir bereits am Gesicht ablesen. Ich habe auch schon das perfekte Geschenk für dich parat, die Richterfunktion. Damit kannst du das angeborene Potenzial deiner Pokémon überprüfen. Wähle dazu ein Pokémon in deiner Box aus und drücke den Plusknopf oder den Minusknopf. Jetzt bist du eine richtige Expertin. Okay. Ich bin jetzt auch schon direkt hier, da muss ich jetzt in den Box machen. Okay, keine Ahnung. Hört sich nicht wichtig an. Dieses Team wirkt immer noch im Fernsehen. Wenn man hier einen Rekord aufstellt, kommt man ins Fernsehen. Das ist meine letzte Chance, nochmal ein Comeback zu landen. Kennt man dich? Glaube nicht. Oh. Einzelkampf. Ah, okay, kann man sich seine Ergebnisse anschauen. Wie der Name vermuten lässt, ist das Duell zum einen Einrichtung, in der sich alles um Pokémon-Kämpfe dreht. Hier kannst du dich nicht nur in den normalen Einzel- und Doppelkämpfen messen, sondern dich auch der Herausforderung in der Meisterklasse stellen. Für gewonnene Kämpfe gibt es Belohnungen wie GP und Sonderbonbons. Verfeinere danach bloß noch gleich deine Kampffertigkeiten. Ja, kann ich auch kämpfen. Nee, die gibt mir nur Infos. Okay, komisch. Komm, Duell, komm. Duellturm, ich begleite dich durch die Räume für Einzel- und Doppelkämpfe der Meisterklasse. Ehe du dich in der Meisterklasse mit anderen messen kannst, musst du im Duellturm zunächst 49 Einzel- oder Doppelkämpfe in Folge gewinnen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Das müsste ich auch screen machen, falls ich das überhaupt zeigen möchte. Willkommen, Duellturm. Begleite dich durch die Räume für Einzel- und Doppelkämpfe. Möchte dich stellen. Ja, komm, einfach kämpfen. Welchen Kampfraum wählst du? Einzel oder Doppel? Machen wir erstmal Einzel. Und, ja, nehmen halt mein normales Team, ne? Können alle drei teilnehmen? Oder nur drei Pokémon? Es können nur drei Pokémon teilnehmen. Okay, okay, okay. Es können nur drei Pokémon teilnehmen. Ich möchte es mal ausprobieren. Ich möchte halt nur kurz zeigen, weil ich selber gar nicht mal so unbedingt kenne. Eigentlich sind die drei okay. Obwohl Tails könnte raus. Ich möchte ein bisschen mehr Variation haben. Trigger hat viele verschiedene Attacken. Schwierig. Vielleicht noch mein Traumagil. So können wir es mal ausprobieren, oder? Versuchen wir es mal. Natürlich wollen wir das Spiel speichern. Gut, dann werde ich jetzt zum Kampfraum führen. Okay. Bin ich mal gespannt, wie einfach oder wie schwer das wird. Okay, sehr interessanter Raum hier. Ah doch, ich kann mich wieder erinnern. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Oh. Ja, die Kämpfe sind sehr schwer. Ich kann mich wieder erinnern. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, aber ihr könnt es einmal versuchen, ja. Ich trage einen waschechten Minirock. Schön für dich. Okay. So, alle Trainer haben drei Pokémon. Wie war das so schwer? Also, das ist natürlich mega einfach, das Ganze hier, ja. Wenn sie nur Höhenstarter hat, dann nee, easy. Hä? Hä? Das ist, glaube ich, ein Witz, oder? Ist sie irgendwo versteckte Kamera? Hallo? So, ich... Komm schon! Willst du mich abspritzen mit deiner Wasserpistole oder was? Oh Gott. Oh nein! Hat sogar eine Beere, damit es nicht down geht. Oh nein, Hilfe! Es war irgendwas Heftiges. Oh, Aromastrahl tatsächlich. Was kann das Ding? Was? Ich meine, okay, alle Pokémon sind hier Level 50, deshalb ist es klar, dass so ein Remoraid mir so viel Damage macht mit der sehr effektiven Attacke, aber... What? Ach, hier kann man übrigens nicht leveln, falls man noch nicht gemerkt hat. Das ist ja einfach nur so, um
GP zu sammeln und mit diesen GP seltene Items zu kaufen. Nur muss man halt auch Lust haben auf diese Kämpfe, ne? Man kann nicht jetzt einfach hier kämpfen und erwarten, dass man nach 3 Kämpfen schon genug GP hat für sein Lieblings-Item. Man muss hier schon wirklich Zeit investieren und viel Bock haben, was ich momentan nicht habe. Aber trotzdem, gucken wir uns das mal an hier. Ich war so sehr von meinem Mini-Rock begeistert, dass ich gar nicht aufgepasst habe. Okay. Dann ciao mit deinem Mini-Rock. Ah, ich werde aber geheilt. Okay, das ist gut. Ah, ja, ich kann mich noch daran erinnern, genau. Entweder man will weiterkämpfen oder man kann eine Pause einlegen und das nächste Mal, wenn man zurückkommt, dann genau an den gleichen Punkt weitermachen. Es geht hier nämlich darum, so viele Kämpfe aufzustocken, wie es geht. Wir kämpfen aber natürlich weiter. Mach mal so ein paar, bis 7. Weil bei 7 gibt es ja mal einen Boss. Stark sieht nicht gerade aus. Das könnte meine Chance auf einen Sieg sein. Du siehst stärker aus als ich, oder was soll das heißen hier? Also, komm schon. Ich meine, ich weiß, du bist kleiner Trainer und junge Trainer sind im Pokémon-Universum ziemlich OP, aber... Trotzdem, ich bin OP und du nicht. Soll ich dir jetzt beweisen? Ich habe vielleicht das falsche Pokémon vorne, aber es ist okay und ich würde sicher wieder beleben. Alle Pokémon werden ja geheilt nach dem Kampf. Anziehung! Ernsthaft? Nein, als ob ich jetzt wirklich starr. Okay, ich habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber es wird sich halt einfach raus. Kein Problem. So, Tricky. Pass gut auf, dass du nicht getroffen wirst. Richtig. Und dann heizen wir ihn so richtig ein. Bam! Man hätte Flammenwurf einsetzen können, aber ich wollte jetzt einfach schnell angreifen. Ich wollte einfach nur schnell angreifen. Panzer? Oder Poppens? Wie auch immer das heißt. Ich nenne es nur Panzer. Aber ich kenne auch noch, wie man es nennt. Ja, ist so ein Pokémon, was ich nicht wirklich mag. Also das heißt nicht wirklich mögen. Ich finde es halt nicht besonders. Ich finde es halt langweilig. Und ja. Keine Ahnung. Wenn man es mag, ist cool, aber ich mag es nicht unbedingt. Ich kann mich mit dem Ding wirklich anfreunden. Ich würde es niemals ins Team tun, besser gesagt. Ich hätte einfach so anfangen sollen. Ich würde es niemals ins Team tun. Mehr nicht. Ey, why? Ja, einfach die Geräusche von Let's Go. Moment, hat der Pikachu auch ein Pika oder sowas? Muss es ja eigentlich dann, ne? Alter, warum macht Bodycheck auf einmal... Achso, Crit. Ich wollte gerade sagen, hä? Nee, das war schon ein Crit. Fußtritt. Und ciao. Ja, ich würde sagen, wir machen bis Kampf 7 für den Boss, damit wir mal sehen, wie so ein Boss aussieht. Und ja. Aber das hat weh! Naja, du wolltest kämpfen. Aber bisher sind die Kämpfe jetzt ziemlich easy. Aber wahrscheinlich bei Kampf 50 oder so wird dann mega schwer. Rock, Jazz, Techno. Ich kann alles in meinen Soundtrack einarbeiten. Ja, echt? Dann mach mal alles auf einmal. Let's go. Sandan. Warum entwickeln ihre Pokémon nicht? Ein Sandan, also. Ups. Sandan, also, ha. Kein Sandama, ein Sander. Mhm. Also es war mal ein Sandan. Sandar, Sand weg. Ein Natu. So, kennes Natu. Mag dich zwar, ist ja kleiner Vogel, aber gut weg. Typ Psycho übrigens, deshalb ist Knirscher sehr effektiv. Ich glaube, er ist Psycho und Flug. Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, sehr, könnte böse enden. Aber wird es nicht. Bang. Ich meine, sehr macht nur Damage, wenn das gleich, wenn das Pokémon, was sehr eingesetzt hat, noch im Kampf ist. Aber da es jetzt down ist, alles eine verschwendete Runde von dir. Dann Bronze. Ja. Ah, es hat Schwebe. Oh, hätte ich eigentlich wissen müssen, ne? Ich hab gepokert und. Nee, was? Sehr trifft mich trotzdem? Okay. Das ist interessant.
Ich dachte, Sia würde einen dann nicht mehr treffen. Doch, Sia trifft dann immer, egal ob Pokémon das eingesetzt hat, lebt oder nicht. Sehr interessant. Aber ihr seht ja schon, wie OP mein Shellterra ist. Ich mache alles kalt. Aber wie ich bemerke, ist diese Fähigkeit, dass meine Pokémon mich lieben, hier anscheinend deaktiviert. Was ich sehr interessant finde. Das ist ein Online-Match ist auch so deaktiviert. Ach, gerade ist mir eher nach einem Blues. Weil du glust hast. Ha, lol. Okay, machen wir uns bereit für Kampf 4. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video wird, aber ich mache so lange, bis wir hier alles angeschaut haben mit Duellturm. Wenn ich groß bin, dann werde ich ganz sicher Pokémon-Professorin. Aha. Aus Gala oder wo? Chrissy? Nee, ich kenne keine Professorin namens Chrissy. Zumindest noch nicht. Ein kleines Krebskorb. Ganz süßes Pokémon. Nur warum hast du es nicht entwickelt? Aber okay, gut, das fragen wir uns eigentlich schon seit Tina 1. Und eine Sache, die mich bei Pokémon stört, sind solche Attacken wie Schutzschild oder Scanner oder so. Weil ich finde, diese Attacken, solange man das nicht mit irgendeiner Stabhochattacke kombiniert, sondern einfach random Schutzschild einsetzt, finde ich das so unnötig. Total unnötig. Ich verschwende einfach nur Zeit. Ich meine, man kann es taktisch nutzen mit zum Beispiel einer Vergiftung-Attacke oder sowas. Oder mit Verbrennung oder so, weißt du? Du brennst ein Pokémon, also das generische Pokémon, und dann spammst halt Schutzschild und hoffst, dass das immer funktioniert. Damit das Pokémon nicht angreifen kann und die ganze Zeit brennt. Aber so? Einfach random ansetzen? Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Ich sehe da gar keine Taktik hinter. Das ist. Bitte sag mir nicht aus Schwebe. Du warst Schwebe. Okay. Ich glaube, das knallt einfach aus. Anscheinend muss ich noch viel lernen. Ja, komm, hau ab. Da ich das war schon mal sechster. Ich mag Flüsse lieber als das Meer. Was magst du lieber? Mir egal. Kann man beiden gut schwimmen? Ich schätze das Meer mag ich mehr. Haha, versteht ihr, weil. Ah. Nicht. Das Alte Wasser brennt mir immer in den Augen. Okay, mir tatsächlich nie. Und also nicht so stark wie jetzt. Also gut. Aber es ist auch schon ewig lange her, dass ich schwimmen war. Und da kommt schon die nächste schon mal rein. Platsch, platsch. Warum hast du einen Klettern? Bist du dumm? Nächste Kammer auf. Blitzblutsch! Hingefallen. Auf die Schnauze! Bam! So, also wenn ich es richtig verstanden habe, kommt jetzt beim siebten Kampf ein Bossgegner. Habe ich recht? Oder nicht? Okay. Habe ich es falsch verstanden? Ich zeige, wie viel Spaß man mit einem Pokémon-Kampf haben kann! Ja, ich dachte, jetzt kommt ein Bossgegner. Oder habe ich das falsch verstanden? Vielleicht nach dem siebten? Beim achten? Das war echt inspirieren! Inspirieren, du bist großartig! Du nicht. Hau ab. Geh. Oh! Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 7 Kämpfe in Folge gewonnen! What? Für deine Serie von 7 Siegen in Folge belohnen wir dich mit Gewinnpunkten! 3 Stück. Also bis das auch noch zu kommen dauert ein bisschen. Okay, das war eine Serie oder wie? Okay, anscheinend kann man jetzt nochmal machen. Das war ein Boss, das war irgendwie mega einfach. Naja, ihr könnt euch hier auf jeden Fall austoben
und GW-Punkte holen. Nee, GW, GP-Punkte gewinnen.